In der Gemeinde Lindlar sind rund 22.000 Menschen zu Hause. Unsere Gemeinde liegt im Westen des Oberbergischen Kreises vor den Toren von Köln. Allein schon die Lage in einer herrlichen Landschaft ist ein echter Standortvorteil. Zu den besonderen Stärken von Lindlar gehören aber vor allem zahlreiche Arbeits- und Ausbildungsplätze, viele Betreuungsangebote für die Kleinsten, bestens ausgestattete Schulen und ein Forschungsstandort der Fachhochschule. Das kulturelle Angebot ist ebenso vielfältig wie das Vereinsleben und die Möglichkeiten für Urlaub, Sport und Erholung. Am besten, Sie sehen sich das einfach einmal selbst an. Stefan Rappenhöhner und wir sind gebürtige Lindlarer und wollen es noch lange bleiben. Lindlar bietet viele Möglichkeiten, ob es Freizeitmöglichkeiten sind, ob es, sagen wir mal, Möglichkeiten sind um Kultur, vom Freilichtmuseum angefangen. Auch hier in der näheren Umgebung gibt es verschiedene kleinere Museen. Wir haben viel Kultur in Form von Sehenswürdigkeiten, verschiedene Ruinen. Hier hinter Maus die Zwergenhöhle. Also viele Möglichkeiten. In Lindlar, da kann man sich mit Klamotten eindecken. Wir haben genug von Edeka über Rewe, die haben wir alle da. Und wir haben auch jegliche Kleinigkeiten, die wir überall besorgen können. Also man auch zu Fuß einige Sachen halt erledigen kann. Aber auch in Lindlar ist eigentlich alles soweit abgedeckt. Ja, wir sind auch ehrenamtlich tätig, das ist also auch eine wichtige Sache. Das Angebot, was wir hier sehr vielfältig haben, auch weiter halten zu können, dass man auch ein Ehrenamt ausübt. Ansonsten, man hat hier viele Möglichkeiten, spazieren zu gehen, zu wandern, morgens früh schon laufen, walken, kann nicht nur viel von. Lindlar ist eine wanderfreundliche Bevölkerung. Hier gibt es sehr viele, die einfach so wandern. Hier gibt es viele organisierte Wanderer. Ich denke, das insgesamt macht eine interessante Wanderstruktur aus. Lindlar bietet, denke ich, eine Anziehungskraft. Wenn wir hier uns rumschauen, wir sehen Kühe, wir sehen Pferde und Sie sehen immer wieder neue Besonderheiten, egal wo sie auftauchen, nach wenigen hundert Metern haben sie wieder eine ganz andere Sicht. Wir wollten unsere Tochter jetzt auch die Möglichkeit bieten, hier vor Ort schön aufzuwachsen.
Der Standort Lindlar ist aus mehreren Gründen sehr gut. Im Laufe der Jahre haben sich eine ganze Reihe Verbindungen durch Netzwerke hier entwickelt. Wir arbeiten befreundet mit einer ganzen Reihe Firmen hier in der näheren Umgebung zusammen. Der Oberbergische Kreis hat sehr viele kunststoffverarbeitende Firmen. Also das ist alles für uns Potenzial, Kundenpotenzial. Und die gesamte Zusammenarbeit mit Gemeinde, mit befreundeten Firmen kann ich nur aus Erfahrung als sehr positiv bezeichnen. Wir haben hier in Lindlar ein riesen Industriegebiet. Wir haben aber außerhalb des Industriegebiets auch viele große, namhafte Firmen, die Marktführer teilweise weltweit sind. Und das ist das Schöne, dass man nicht nur hier wohnt, sondern auch arbeitet und dann auch, wie gesagt, auch in der Region was bewegen kann. Man hat einfach ein ganz anderes Miteinander. Ich sage, man ist nicht nur so eine Nummer, sondern man ist einfach jemand und man darf auch jemand hier sein. Das ist alles hier im Zusammenwirken wunderbar möglich und das hat mich hier gehalten. Warum soll ich weg? Ich habe hier alles. Wenn es hier nicht schön wäre, dann würden wir hier nicht selber eine Familie gründen wollen.